In diesem Video würde ich gerne sieben Fragen klären, die ich als Veganer ganz oft gefragt werde. Die erste Frage lautet: Was ist eigentlich Veganismus oder was bedeutet es, vegan zu leben? Das bedeutet einfach, dass man versucht, keine tierischen Produkte zu konsumieren. Das heißt, man isst kein Fleisch, man isst keinen Fisch, keinen Käse, keine Milch, keine Eier, keinen Honig, keine Meeresfrüchte. Genau. Und es gibt eigentlich einen Unterschied zwischen plant-based und vegan, weil plant-based bezieht sich eher nur auf das, was man isst. Und die Leute, die plant-based machen, machen es meistens nur für ihre Gesundheit. Also was heißt nur? Und vegan geht eben noch weiter. Also vegan ist praktisch ein ganzer Lebensstil, dass man sagt, man will auch versuchen, wenig Leder zu kaufen oder zum Beispiel Produkte, also Make-up zu benutzen, die nicht an Tieren getestet werden und so weiter und so fort. Also man geht praktisch immer so weit, wie man will. Genau. Und warum vegan? Ich könnte ewig erzählen, warum man sich vegan ernähren könnte oder sollte oder wollte. Genau. Aber ich habe schon ganz viele einzelne Videos gemacht, warum ich zum Beispiel keine Eier esse oder keine Milch trinke. Und es würde zu ewig dauern, deswegen kurz. Aus drei Gründen. Zum einen für die Gesundheit, zum anderen für die Tiere und zum dritten für die Umwelt. Genau. Die dritte Frage ist vegan Leben eigentlich nicht zu teuer? Eigentlich nicht, weil nämlich man kann zwar ganz viele so Superfoods kaufen und Pulver und so weiter und so fort, aber meiner Meinung nach ist es nicht nötig. Das heißt, es ist nicht so teuer, weil wenn man sich auch diese ganzen Grundnahrungsmittel anschaut, wie Brot, Reis, Nudeln, Bohnen, Linsen und so weiter, sind die eigentlich im Normalfall immer billiger als zum Beispiel Fleisch oder auch teures Biofleisch. Das heißt, eigentlich sich vegan zu ernähren ist ziemlich billig und die billigste Form, sich zu ernähren. Aber natürlich, wenn man ganz viel Superfood kauft, was man nicht muss, aber machen kann, dann kann es teuer werden. Aber grundsätzlich ist es nicht teuer. Die nächste Frage ist: Was isst man als Veganer eigentlich? Und das ist ganz lustig, weil ich mir die Frage oft gestellt habe, bevor ich vegan geworden bin, weil ich dachte, als Veganer isst man nur Blätter oder isst man nur, was weiß ich, so Gras oder so und es hat überhaupt keine Vitamine und ist komplett dünn, stangelt wie, aber stimmt überhaupt nicht. Es gibt so viel Auswahl, was man essen kann. Schon allein, wie viele verschiedene Gemüsesorten es gibt, wie viele verschiedene Obstsorten es gibt. Und ich wette mit dir, dass du noch nicht alle verschiedensten Gemüsesorten ausprobiert hast. Und auch mit Reis oder mit Nudeln oder mit Kartoffeln und so weiter, da kann man so viele Gerichte machen. Und was auch ganz interessant ist, ist zum einen, dass in Indien um die 300 Millionen Menschen eigentlich vegan leben und es auch komplett schaffen. Und die zweite Sache ist ganz oft, dass auch Leute, die Fleisch essen, sich eigentlich gar nicht so verschieden ernähren, wie sie es annehmen. Weil zum Beispiel, ob man jetzt Brot mit Schinken isst oder Brot mit Salami isst oder Brot mit einer anderen Wurstsorte, es ist doch Wurst. Und das gleiche mit Käse. Es gibt zwar ganz viele verschiedene Käsesorten, aber im Endeffekt ist es doch alles, also der Käse kommt alles von der Milch her. Deswegen, man kann sich vegan ernähren und ganz unterschiedliche Sachen essen. Die nächste Frage ist: Woher bekommt man eigentlich sein Protein? Und die Frage ist ziemlich interessant, weil ich sie auch oft gefragt werde. Und zum einen muss man sagen, dass man seinen Fokus von der Quantität weglegen muss auf die Qualität. Denn wenn man sich die Muttermilch anschaut, die man ja als Baby kriegt, in der Zeit, wo man am meisten wachsen muss. Das heißt, da müsste man ja eigentlich für den Knochenaufbau ganz, ganz viel Protein kriegen, damit man eben groß und stark wird in einer ganz kurzen Zeit. Aber die Muttermilch hat nur circa 1 bis 2% Protein, also ziemlich wenig. Und wenn wir jetzt an uns Erwachsenen denken, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr so viel wachsen und vielleicht das bisschen Muskelaufbau, was die meisten von uns machen, indem sie vielleicht jeden Tag ein bisschen oder vielleicht viermal die Woche Muskeln aufbauen. Dafür braucht man eigentlich nicht so viel Protein, wie die meisten Menschen denken. Genau, also von Quantität weg zu Qualität. Und bei Qualität meine ich, was der Mensch am besten assimilieren kann. Denn es ist interessant zu wissen, dass eigentlich tierische Proteine, wenn sie erhitzt werden, die Form verändern. Das heißt, der Körper kann sie nicht mehr genau aufnehmen.
oder gut aufnehmen, gut assimilieren. Und es kann eigentlich mehr Schaden, also mehr Schaden verursachen, als es eigentlich gut tut, weil es zum einen Arterien mit verstopfen kann und dadurch kann das Blut nicht mehr gescheit laufen und es kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen oder auch was halt dann zum Herzinfarkt und so weiter führen kann. Und was ich auch ganz interessant finde, wenn jemand viel erhitztes tierisches Protein isst, werden auch die bei den Augen, dieses Weiße wird ganz gelblich im Alter. Genau. Und ja, und was auch wichtig ist, ist, dass eigentlich in allem, was es gibt, Protein ist. Also wenn du jetzt Obst oder Gemüse isst oder Nudeln isst oder Reis isst und so weiter, überall ist Protein drin. Und genau, also man kriegt eigentlich genug Protein. Und ich zum Beispiel esse seit 6 Jahren kein Fleisch und seit 4 Jahren, also ernähre ich mich vegan. Und ich mache immer noch Bodyworkout, also halt Körperkraftübungen. Und ja, also ich hatte noch nie irgendwie Probleme oder so und ich lebe immer noch, also man kriegt genug Protein bei einer veganen Diät. Und Proteinmangel kriegt man eigentlich nur, wenn man entweder sich von, also von praktisch nichts ernährt, also wenn man zu wenig Kalorien isst, aber das kriegt dann, also Magersucht hat, aber das kriegt dann der, der Fleisch isst oder der kein Fleisch isst, ist ja egal. Genau, und die nächste Frage ist, wie lange mache ich diese Diät oder diese Einstellung noch? Und ich muss sagen, für mich ist es das Beste, was mir je passiert ist. Deswegen hoffe ich, dass ich es mein ganzes Leben lang noch weitermachen werde und dass sich meine Einstellung nicht verändert, weil es mir gesundheitlich so viel gebracht hat. Ich bin fitter geworden und deswegen ja, will ich es unbedingt weitermachen. Und der letzte Punkt ist, was soll ich tun, wenn meine Eltern mich nicht vegan leben lassen? Und ich will sagen, mein Beileid, also absolut, ich kann es verstehen, wie hart es sein muss. Ich habe es selber gehabt, aber ich will sagen, du bist nicht alleine. Und zweitens, es ist deine Entscheidung, was du in deinen Körper reintust. Also wenn du sagst, du willst kein Fleisch essen, musst du kein Fleisch essen. Zweiter Punkt ist, verstehen deine Eltern, die wollen nur dein Bestes im Normalfall. Genau, es gibt so viel falsches Stigma über Veganismus, dass es schädlich ist und so weiter. Und auch so in den Nachrichten wird es teilweise so publiziert, als ob es was Schädliches ist. Also verstehe ein bisschen deine Eltern, wenn sie da Angst um dich haben. Und deswegen musst du umso mehr Recherche machen, verschiedene Dokumentationen anschauen, wie zum Beispiel Earthlings oder What the Health und so weiter, dass du dich einfach informierst, gesundheitlich und was eigentlich Veganismus alles ist und so weiter, dass du halt auch deinen Eltern Fakten zeigen kannst. Und im schlimmsten Falle, wenn deine Eltern es wirklich nicht unterstützen, kannst du auch versuchen, ein bisschen eigenes Geld zu kau also zu verdienen und dann ein bisschen Nudeln beispielsweise einzukaufen, dann für dich selber zu kochen. Genau. Aber im Normalfall, nach einer Zeit, verstehen es deine Eltern, sag einfach dein Beispiel und dann wird es im Normalfall auch. Genau, das sind die 7 Fragen, die ich ganz oft gefragt werde und ich hoffe, ich könnte euch ein paar Antworten geben. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben und dann versuche ich die zu beantworten, so gut es geht. Und ich danke euch auf jeden Fall sehr, sehr dafür, dass ihr mein Video angeschaut habt. Vielen, vielen Dank. Und genau, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder gute Nacht oder genau, was auch immer ihr jetzt macht.